Der Goldene Reiter könnte bald Goldene Reiterin heißen. Das hat Dresdens Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Klepsch verraten. Und deshalb ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir auch den Goldenen Reiter am Neustädter Markt endlich mal in die Gegenwart holen und ihn in Zukunft gendern, natürlich mit einem Gender-Sternchen, als Goldene Reiterin. Wir wissen doch gar nicht, ob sich August der Starke wirklich immer so als Mann gefühlt hat oder ob er vielleicht nicht doch tief in seinem Innern mitunter lieber eine Frau gewesen wäre. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie die Perücken zu dieser Zeit im Barock waren, ja, lange Haare, deutet das für mich darauf hin, dass es vielleicht auch eine goldene Reiterin gewesen sein könnte. Und insofern, glaube ich, sollten wir uns jetzt gemeinsam auch zu diesem mutigen Schritt verständigen und aus dem Goldenen Reiter die Goldene Reiterin machen. Gute Entscheidung oder übertrieben? Was meint ihr?